Über 60 Jahre steht sie vor der Kamera. Christine Kaufmann, Tochter eines deutschen Ingenieurs und einer französischen Maskenbildnerin. In München aufgewachsen, wird Kaufmann 1954 mit Rosenresli zum Kinderstar. Gerade einmal 9 Jahre ist sie da alt. Sehr wie eine Gießkanne. Mit 15 dreht sie ihren ersten Film in Hollywood und heiratet 3 Jahre später den amerikanischen Filmstar Tony Curtis. Kennengelernt hatten sie sich während der Dreharbeiten zu dem Hollywood-Streifen Taras Bulba. 2 Töchter werden geboren, doch die Ehe hält nur 4 Jahre. Danach kehrt Christine Kaufmann nach Deutschland zurück. Zeit ihres Lebens profitiert sie von ihrer Ballettausbildung. Schon als 7-Jährige war Christine Kaufmann am Münchner Staatsballett unterrichtet worden. In Monaco, Franzis, spielt sie in den 80er Jahren bravourös die total verklemmte Olga. Kaufmann, deren Schönheit auch im Alter gerühmt wird, arbeitet in späteren Jahren auch erfolgreich als Autorin von Gesundheits- und Schönheitsbüchern.